auch die politische Prominenz lässt sich heute nicht lumpen, um beim Charity-Poker-Turnier der Spielbanken Bayern teilzunehmen. Ja, es ist ganz toll, dass wir heute im Mittelpunkt der Bayerischen Pokermeisterschaft auch mitstehen. Wir haben überlegt, was können wir noch Neues bringen, und ich glaube, es war eine sehr gute Idee, am Vorabend des Turniers jetzt mal für einen guten Zweck zu spielen. Das Allerwichtigste ist ja der gute Zweck, ist ja jeder mit dabei, um die Palliativ zu unterstützen, und ich glaube, das ist ganz ein toller Anlass. Ich kenne die Regeln, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Von guten Zweck Pokern, das ist mal was ganz anderes. Und auch glatt gewonnen. Schauen wir mal, ob die Glückssträhne auch in den kommenden 2 Tagen anhält. Wie würdest du ganz kurz und knapp deinen Pokerstil in 3 Worten beschreiben? Zuerst tight. Überraschend. Und dann Vollgas. Mischen und feuern! Es hat von Anfang an gut geklappt, hat immer besser geklappt. Ich habe die ganzen Tage eigentlich 0 negative Kritik gehört, und das macht mich eigentlich froh, besonders für die, die das alles so geleistet haben, dass das so geworden ist, wie es ist. Da die Spielbanken natürlich immer das Beste für ihre Teilnehmer wollen, wird jedes Jahr aufs Neue dafür gesorgt, dass sie immer das Leckerste zum Essen bekommen. Ja, und was würde besser passen in den Bayerischen bzw. Oberpfälzerwald als eine echte Almhütte? Sensationell, anders kann man es nicht nennen. Ein super, super Team, das hat man gemerkt, das mit Herzblut dabei war. Alle hier haben sich krumm gelegt, dass das ein voller Erfolg wird, und ich kann nur sagen, es ist gelungen. Nach Bad Kötzing gerufen und dann halt von Glück überlaufen. Unfassbar.